Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 22 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben das letzte Spiel zum Glück 2:0 gegen Augsburg gewonnen oder gewinnen können, wie auch immer. Und müssen jetzt als nächstes im 3D-Modus gegen den VfL Wolfsburg spielen. Das Spiel findet auswärts statt und wir nehmen unsere Rotation 1. Zacki Wupski, her damit. Gucken, ob die Taktik stimmt. Sitz passt Backel und hat Luft. Sieht alles sehr gut aus, Jungs. Burschis. Dann gehen wir einmal ein bisschen golfen. Ah, haben wir schon gemacht. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Ab in die Trainingswoche, ihr Hupenpupen. So, wir haben eine Nachricht, die wir beantworten müssen. Da müssen wir mal gucken, was das ist. Jugendspieler entdeckt. Oh, sicher, sicher. Raphael Zichos hat sein Trainingsziel erreicht. Dann kann er sich da auch was verbessern, obwohl er in der Winterpause wechselt, aber ist mir relativ egal. Es hat einen guten Antritt. Das kann er. Oder relativ guten Antritt. Guter Antritt ist 5,85. Aber mit 70 kommt er schon mal in der Bundesliga mit. Ist ja schon mal etwas. So, weiter geht's. Und los geht's. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Jungs, Burschen. Burschen. So, was haben wir hier jetzt? Wir gucken uns erstmal den Stürmer an, den wir kriegen. Den Maas. Eliakim Maas. Kann auch wieder nach Hause gehen, den brauchen wir nicht. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tüsk ist mein Freund. Scouting wurde abgeschlossen, ist sehr gut. Wir gehen eine Runde golfen, machen wir doch glatt. Kennen wir ja nichts. Und ab ins Spiel, meine Freunde. Ja, wir nehmen natürlich 3D-Spiel und auf geht's. Geht das Spiel, dann gucken wir mal, was wir gegen Wolfsburg ausrichten können. Erstmal machen wir doppelte Geschwindigkeit, dass es ein bisschen schneller vonstatten geht. Und schon ist Wolfsburg in Angriff. Naja, mal gucken. Gut abgewehrt, weiter geht's. Und los nach vorne, Jungs. Spielt nach vorne. Nach vorne spielen. Hier Hupen Pupen. Und leider nicht getroffen. Aber immerhin schon mal einen ersten Ansatz. Das war nichts. Ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Wir müssen sehen, dass wir für die Winterpause auf jeden Fall was einkaufen. Also für die neue Saison meine ich, in der Winterpause, so. Müssen wir sehen, was wir hier kriegen können, ich bin gespannt.
Ich denke mal, wir werden zwei Innenverteidiger holen, die wir dann entweder in die zweite schieben oder die zwei ausgeliehenen oder einer der ausgeliehenen Spieler in die zweite schieben. Müssen wir mal gucken, was wir da kriegen können. Aber ich will gerne mit zwei starken Innenverteidigern in die zweite Mannschaft gehen, damit die da ein bisschen besser aufgestellt sind. Gucken wir mal, was wir von Jugendspielern noch kriegen oder was unsere Jugendcamps bringen. Wir haben ja nur drei Stück gebaut oder sind gerade im Bau. Das ist einmal in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Warum Schweiz und Österreich? Weil ich wollte in Europa nur Länder haben, wo man Deutsch spricht. Das ist nun mal in der Schweiz und in Österreich möglich. Also im Bereich des Möglichen. Ne? Genau. Und für die nächste Saison habe ich mir schon drei weitere Jugendcamps ausgedacht. Und zwar eine drei in Südamerika, eine in Brasilien, eine in Argentinien und eine in Uruguay. Jeweils ein Jugendcamp. Gucken wir mal, was das wird. Aber wie gesagt, erst nächste Saison. Die Saison nicht mehr. Weil die Saison haben wir auch keine Kohle mehr, um irgendwas auszubauen. Ein bisschen was haben wir noch, können wir auch ein bisschen was machen. Werden wir auch machen. Das kann ich direkt sagen. Aber erstmal das. Und das Stadion werden wir nächstes Jahr, das glaube ich, hatte ich schon mal gesagt, nicht ausbauen. Das baue ich eigentlich immer aus, aber diesmal will ich mich auf das Vereinsgelände konzentrieren. Und da war das 1-0 durch Ruhig auf. Sehr gut. Sehr gut. Schaubinho. Ja, und wir werden in der nächsten Saison noch zwei oder diese Saison noch, muss ich mal gucken, wie die Kohlen stimmen. Fanartikel-Shops im Ausland errichten. Und zwar habe ich mir da gedacht, dass ich dann Shops in Ländern errichte, wo wir auch nur Spieler von haben. Also sprich, jetzt zum Beispiel Österreich, da wollen wir ja auch in der Jugend dann voran Gas geben, damit die Spieler, und in der Schweiz, ne? Und in Deutschland haben wir ja sowieso schon einen Fanshop. Fanshop-Dings haben wir da. So, wir führen 1-0 zur Halbzeit und wir müssen den Anderson auswechseln. Dann kommt der Utinho rein. Utinho rein, Anderson raus. Kurtane macht die Auswechslungen. Yes, very well, Blech. Ei, da los. Wem müssen wir denn massieren? Den Chow müssen wir massieren. Machen wir. Den Ötchan müssen wir massieren. Machen wir. Und den Schindler müssen wir massieren. Ne, den Horn müssen wir massieren. Janis Horn. Machen wir. Kriegen wir hin. Spielergespräche. Ja, macht der Assistent. Machen das. Und weiter geht's. So, und dann kicken wir mal, wie wir weiter zurande kommen. So, mal kicken. Ah, die Flanke muss besser kommen, Schindler, auf jeden Fall. Einwurf für uns. Ja, nicht schlecht. Gut. Und kein Tor. Schade. Und 2-0 durch Ut. Sehr gut. Er trifft. Treffer versenkt. Das war ein Foul, mein Freund. Und weiter geht's. Ihr Hupenpupen. Ihr Öpenpöpen. Und Treffer versenkt. 3-0 durch Ott. Sehr gut, Jungs. Das gefällt mir. Und schade, Latte. Schade. Wolfsburg wechselt aus.
Ups, ich bin ans Mikro gestoßen. So ist das eben, da machst du nichts dran. Da machst du nichts dran, Junge. Und 4-0 durch Ut. Dreierpack Ut, nicht schlecht, der Junge. So muss das sein, so gefällt mir das. Utelinho, der macht das nass. Gelbe Karte für Schindler. Paul. Jungchen. Ja. Kann man mit leben, ne? Mal gucken, ob wir da noch schon ein bisschen steigen. Wir sind jetzt am 10. vor dem Spieltag. Mal gucken, wo wir jetzt nach dem Spieltag stehen. So, weiter geht's. Hinder, du Inder. Mach nass. Das war's. Das war mal eine ordentliche Ausbeute. 2 zu 11 Chancen, 0 zu 4 Torchancen. Ballbesitz war nicht so prall, aber wir haben gut dagegen gehalten. Super, und weiter geht's. Jawohl, dann gucken wir mal, wie viel da wir sind. Wir sind immer noch 10. Sind aber punktgleich mit Stuttgart. Wir haben nur ein schlechtes Torverhältnis. Naja. Da haben wir jetzt dran gearbeitet ein bisschen. Ist ja ganz gut. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen. Sag ich euch gleich. Zum Spiel gegen den VfB Stuttgart im Textmodus. Das ist aber dann nach der Winterpause. Jetzt ist erstmal Winterpause angesagt. Wir werden noch das Vereinsgelände ein bisschen ausbauen. Müssen wir mal gucken, was wir bauen. Mit 1,1 Millionen kann man nicht viel machen. Ist immer so. Bis morgen dann. Ciao, ciao.